Ja, willkommen in Liberec. Déjà-vu wie zur Weltmeisterschaft 2009. Regen, schwierige Bedingungen. Einer der großen Stars gerade hinten durchs Bild gelaufen. Marit Björgen wird sicherlich im Damenrennen die Favoritin sein. Und die Tschechen haben hier sehr gut gearbeitet. Wirklich bei schwersten Bedingungen eine klasse Strecke hingelegt. Stabil. Hier wird auf jeden Fall an zwei Tagen großer Wettkampf zu sehen sein. Aus deutscher Sicht 6 Athleten leider noch mit dabei. Die Erkrankungswelle nach wie vor ein Riesenproblem, aber ich hoffe mal, dass die jungen deutschen Sprinterinnen und Sprinter eine Chance haben, in die Top 20 vielleicht mit hineinzulaufen. Die Favoritinnen sind andere, Björgen habe ich schon genannt, Forlis ist mit hier. Bei den Herren sind die ganzen norwegischen Sprinter mit dabei, sodass es sicherlich mit Podiumsplätzen schwer wird. Aber wir hoffen trotzdem auf große Wettkämpfe und auf eine große Show hier am WM-Ort von 2009.